So, hi Leute. Kurzer Update für unser RetzNest-Projekt. Ich will ein bisschen kurz über Zufallszahlengeneratoren reden und wie wir mit Zufallszahlen umgehen in Lua. Ich habe mich auf dem RetzNest-Server eingeloggt und wir wollen gleich mal loslegen. Und dafür öffnen wir einfach mal ein kleines Programm und sagen, ich gehe mal hier irgendwie in die Directory Crypto. Okay, da sind wir irgendwie in unserer Directory drin. Und ich sag mal, ich mache ein neues kleines Programm auf. Das nenne ich jetzt Zufall.lua. Okay. So, wir können Zufallszahlen drucken. Das ist die, dafür haben wir aus der Mathe Library die Funktion random. Und wenn wir diese Zahl drucken, und wir machen das nicht einmal, sondern wir machen das ein paar Mal. Das heißt, ich sage einfach mal, wir wollen 10 Zufallszahlen drucken. Und das machen wir dann so. Und das führen wir einfach mal aus. Gucken wir, was dabei rauskommt. Ups. Dann seht ihr jetzt, dass dort um verschiedene Werte kommen. Und jedes Mal, wenn ich das aufrufe, kommen andere. Ah, kommen dieselben Werte, genau. Das jetzt darauf wollte ich hinaus. Das heißt, dass diese Zufallszahlengeneratoren sind Pseudo-Zufallszahlen. Das heißt, sie spucken immer dieselbe Folge aus. Und ja, ich mache das mal mit Vim. Irgendwie, ich mag den Nano nicht so gern, aber ihr wisst ja, wie man mit Nano umgeht und dass ihr da normalerweise mitarbeitet. So. Dieses, wenn ihr praktisch hier eingibt, diesem random 6 zum Beispiel, dann irgendwie würde der in dem Augenblick die normale Würfelwürfe machen. Also zwischen 1 und 6 kommen die. Oh, 6 kommt keine 6? Da kommt anscheinend keine 6 an. Vielleicht ist das irgendwie. Naja, nehmen wir doch mal einen 0, Nano dafür. Dann seht ihr das ein bisschen mehr, so wie ihr das gewohnt seid. So, jetzt können wir also, wir haben hier also praktisch unsere Zufallswerte und wir wollen jetzt, dass das andere Startwerte hat. Also praktisch, dass wir irgendwie unterschiedliche Werte bekommen. Und deswegen sagen, gibt es in der Mathe-Watte-Library math.randomSeed. Und da können wir jetzt zum Beispiel. Time. Geht das? Wahrscheinlich geht das sogar. Mal gucken. Wir nehmen einfach mal die Zeit dafür und falls es daneben geht, dann. Okay. So, jetzt haben wir irgendwie praktisch die Zeit genommen und wie ihr seht, irgendwie er spuckt unterschiedliche Zufallswerte aus. Wenn wir das nicht machen, wenn wir den sozusagen nicht starten mit einem zufälligen Wert, dann kriegen wir immer dieselbe Folge. So, ich gehe nochmal rein und ich bearbeite das nochmal. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Indem wir einfach mal eine Variable nehmen, die nennen wir Startwert. Und die soll sein, entweder, und wir hatten das ja in der letzten Folge, dass wir ToNumber von Arg von 1. Dass wir das erklärt hatten, wie das zustande geht, kommt, oder wir nehmen OS Time als Startwert. Das heißt, entweder haben wir ein Argument, erst ein Argument hinter unserem Programm, dann nehmen wir den Startwert von dieser, also die Zahl von dieser Nummer, oder wir holen uns Time rein und hier starten wir mit unserem Startwert. So. Und jetzt können wir das ein bisschen, jetzt machen wir das hier noch ein bisschen hübscher. io.write, dass wir das ein bisschen so darstellen, dass wir hier die Tabulator bringen und damit müssen wir eigentlich ganz gut klarkommen. So, ich habe das mal kurz geschrieben. Und wenn wir jetzt das starten, dann sehen wir, solange wir zufällig starten, kriegen wir immer zufällige Folgen. Wenn wir aber einen Startwert vorgeben, kriegen wir immer dieselbe Folge. Seht ihr? Und
So, das ist der Unterschied zwischen, zwischen echtem Zufall und, also das, es gibt keinen echten Zufall auf dem Computer, es sei denn, dass man da spezielle Chips für hat, wo man dann Rauschen hat oder so, aber alle anderen Zufallszahlen sind immer vorhersagbar. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dieses Programm sehr schnell hintereinander aufrufe, Time ist, glaube ich, nur just in time. Zufall. So, wenn ich dieses Programm sehr schnell hintereinander aufrufe, das macht man so zum Beispiel, dann müsste es dieselben Folgen geben, weil irgendwie dieser Time-Wert, den wir haben, der sagt einfach nur, wie viele Sekunden sind verlaufen. Das heißt, wenn wir ein Programm haben, das in derselben Sekunde aufgerufen wird, hat er denselben Startwert. Und deswegen gibt es hier dieselben Werte. Auch noch ein dritten Mal, also praktisch, wenn wir Lua Just in Time noch ein drittes Mal aufgeben, dann kriegen wir es immer dieselben Zufallszahlen. Wie ihr seht, das ist immer dasselbe. Also das ist Pseudo-Zufall. Das ist wichtig für eure, für, also vor allen Dingen für die Leute, die mit Vernum arbeiten. Es gibt auf Wikipedia zu Zufallsgeneratoren irgendwie ein bisschen was. Der Zufallsgenerator, der in dieser Pseudo-Zufallszahlengenerator, der in Lua drin ist, ist eine. Oh Gott, wo ist er denn? Das ist eine lineare Shift, glaube ich. Konkurrenzgenerator, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist ein XOR Shift. So etwas ist das Ding. Also praktisch, das ist ein linearer Shift-Generator. So ungefähr ist das Ding programmiert, soweit ich weiß. Und es gibt da irgendwo verschiedene Methoden, um solche Zufallszahlen zu erzeugen. Oh, das ist ein langes Thema und davon sind nur einige kryptologisch sicher. Also hier diese linearen Schieberegister werden eigentlich immer ganz gern genommen. Und wenn ihr euch den Generator anguckt, der bei der SC42 drin ist, der wird wahrscheinlich mit so einem Schieberegister arbeiten, wie letztendlich. Wie genau der funktioniert, das müsst ihr euch dann angucken. Aber ich wollte euch das nur mal kurz zeigen und das ist eigentlich auch nur eine ganz kurze Demo, dass ich euch zeigen wollte, wie können wir mit Zufallsgeneratoren arbeiten. Wenn wir praktisch diesen Zufallstest nochmal editieren, da können wir natürlich ja sagen, statt dieser langen Befehle, die wir hier haben, können wir natürlich immer sagen, local RND, das soll jetzt math random sein und das können wir hier. Statt diesem langen Ding können wir irgendwie einfach nur RND eingeben. Das gibt dann irgendwie halt einen kürzeren Wert. Und hier oben können wir eine weitere Variable seed können wir eingeben und die können wir math.random seed setzen. Das holen wir uns von hier. Dann können wir das hier abkürzen. So. Und wenn wir das nochmal speichern und das nochmal machen und das nochmal aufrufen. Dann sehen wir, das bleibt. So, und wir können den jetzt hier irgendwie eingeben, dann ist es immer dasselbe. Oder was auch immer wir haben. Das gibt dann irgendwie eine eigenwillige Folge, die im Prinzip ein Zufallswert von zwischen 1 und 6 ist, also praktisch wie ein normaler Würfelwurf. Und wenn wir uns nochmal den Zufall holen und sagen, okay, ich möchte jetzt sagen wir mal irgendwie ein 20-seitigen Würfel haben, dann sagen wir 20 und speichern den mal. Und jetzt würden wir Werte zwischen 1 und 20 bekommen. Oder wir sagen, ich möchte bitte einen Werte haben zwischen 0 und 1, dann sagen wir, ich möchte praktisch zwischen 1 und 2 minus 1. Jetzt bekommen wir zwischen 0 und 1 die Werte. Also random von 2 ist also 1 oder 2, also praktisch ein zweiseitiger Würfel. Und minus 1 gibt also praktisch dann immer zwischen 0 und 1. Und damit kriegt ihr jetzt praktisch so Kopf oder Zahl. Ja, damit könnt ihr es rauskriegen. Das war es eigentlich schon. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Das ist eine ganz kurze Folge. Okay.